Jetzt macht ihr das wahrscheinlich nicht nur, weil du Basketball liebst, sondern ihr erhofft euch natürlich auch irgendwas davon. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein. Was sind denn so Vorteile von Sponsoring? Die Vorteile sind tatsächlich, dass man sich, glaube ich, so ein bisschen aus dem mittlerweile Social Media Match quasi, kann ich es schon fast nennen, abheben kann. Es ist ein konkreter Anlass, man hat einen lokalen Bezug. Man ist aber gerade im Profisport, in Bundesligen auch national unterwegs. Der Name kann national nach vorne getragen werden. Und ich glaube, jeder assoziiert mit Sport was Positives. Denn ich glaube, im Sport, im Gegensatz zur Ökonomie, funktioniert Trickle-Down ganz gut. Vom Profisport runter in den Breitensport. Und deswegen kann ich jeden nur ermutigen, in Sponsoring einzusteigen. Ist, glaube ich, eine der besten Art und Weisen, Namen und Unternehmen bekannt zu machen.